Ja, Niklas Süle und auch Rami Benzebaini konnten gestern individuell trainieren und da warten wir jetzt gleich auf das Feedback, wie sie das verkraftet haben und dann werden wir entscheiden, wie viel sie heute trainieren können. Aber da sind wir zuversichtlich, dass es dann für den Kader reicht. Bei Salih Özcan war es schon gestern der Fall, dass er mit der Mannschaft trainieren konnte und da sieht so aus, wie wenn er komplett zurückkehrt in den Kader. Erkältungstechnisch ist aber leider Gio Reyna heute mit dazugekommen. Der hat jetzt sich heute Morgen nicht wohlgefühlt. Da ist der Doc gerade auf dem Weg zu ihm nach Hause. Da werden wir dann die Entscheidung treffen, ob er heute trainieren kann. Aber es könnte eng werden bis morgen. Und weiter dazugekommen ist leider gestern Sepp Haller, der gestern eine unglückliche Situation im Training hatte und sich leicht am Knie verletzt hat, sodass er jetzt wahrscheinlich eine Woche pausieren muss.